Dieses Video zeigt die Ursprünge des Leistungspflügens mit Aufnahmen aus dem Kreis Nienburg in Niedersachsen. Damals war das Pflügen ein wesentlicher Teil der Berufsausbildung zum Landwirt. Die alljährlichen Leistungspflügen gehörten für die angehenden Landwirte zu den Highlights der Berufsausbildung. Nachdem die Spaltfurche angelegt ist, gilt es, den Pflug optimal einzustellen. Auch die Richter haben ihren Spaß. Der Zollstock ist das wichtigste Instrument. Volltreffer, 20 cm, ist die vorgeschriebene Furchentiefe. Die Richter verschaffen sich gemeinsam einen Überblick über die gepflügten Parzellen. Jetzt kommt es auf die Schlussfurche an und auf ein exakt paralleles Restbeet. Denn dafür gibt es eine hohe Punktzahl. Jetzt geht es mit 2 PS weiter. Pferdegespanne waren bis Anfang der 1960er Jahre ein fester Bestandteil des Leistungspflügens und eine körperliche Herausforderung für Mensch und Tier. Sie haben ihre Beete fertig und die Anspannung ist verflogen. Gut 10 Jahre später haben die Schlepper die Pferde von den Feldern verdrängt, auch beim Leistungspflügen. Das Leistungspflügen ist professioneller geworden. Die jungen Landwirte lauschen mit gemischten Gefühlen der Furchenkritik der Richter. Erst am Abend werden die Sieger auf dem traditionellen Pflügerball bekannt gegeben und mit überschwänglichem Beifall bedacht. Wer als Pflüger auf mehreren Ebenen überzeugen konnte, hatte das Ticket für den Landesentscheid in der Tasche. Mit einem guten Auge hat der Pflüger die Nase vorn. Nach einer perfekten Spaltfurche ist auch der Zusammenschlag hervorragend gelungen. Sogar die Tiefe passt. Walter Feuerlein, Präsident des Weltpflügerverbandes, hat Generationen von Pflügern motiviert. Der goldene Pflug ist die begehrteste Trophäe und wird alljährlich auf der Weltmeisterschaft an den besten Pflüger vergeben. Bei der Weltmeisterschaft 1965 in Norwegen startete Fritz Kriegelmeier für Deutschland und wurde Vize-Weltmeister. Das Leistungspflügen hat ganz wesentlich zur Völkerverständigung über nationale und ideologische Grenzen hinweg beigetragen. Die Gewinner tragen diesen Gedanken weiter.